Heute machen wir den Lapp-in-Funder-Test für die transparenten Versandtaschen. Gibst du mir gerade mal so ein Muster. Das hier ist die Vorlage, die wir dafür hatten. Die Taschen sind hier an einer Seite offen. So wird das Etikett dann gespendet. Wir transportieren die Seiten so. Wir schauen jetzt, dass hier diese Schweißkante auf der Unterseite ist, genauso wie es auf dem Muster ist. Zuerst startet man das Transportband und dann den Input-Feeder. Der läuft jetzt schon in dem Fall.